Und herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Livestream von BTD6. Ja, es gab diese Nacht ein neues Update. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen noch den Titel zu machen, weil anscheinend hat sich hier alles verstellt. I don't know why, frag mich nicht warum. Aber es ist alles zurückgesetzt gewesen. Freut mich, dass ihr alle da seid, das freut mich, ja, wirklich. Muss leider noch ein bisschen was einstellen, sorry. Genau, und diese Nacht gab es ein neues Update, 12.01974, ihr seht es hier. Und in diesem Update gab es eine kleine Neuerung, ja, also, es gibt einen neuen Toren, ne? Wenn es auf Steam noch nicht raus ist, das Update, dann, auf Mobile noch nicht raus ist, dann wundert euch nicht, auf Steam ist es auf jeden Fall schon raus. Kann also bei Mobile tatsächlich noch ein bisschen länger dauern. So, Monetarisierung machen wir noch an. Ich werde auf nicht gelistet setzen, funktioniert nicht mehr. Okay, das kann ich auch nicht mehr ändern. Alles klärchen. Gut, gucken wir uns mal an. Das Update. Der Titel sollte jetzt entsprechend geändert sein. Ja, Hallöchen auf jeden Fall an alle. Wir sind sofort soweit, uns die Patch-Notes anzugucken. Das machen wir auf jeden Fall als allererstes. Was ist denn für ein Neuaffe? Und zwar gucken wir uns den sofort mal an. Moment. Ich muss es nur kurz einbinden. Den Browser. Eine URL kann ich ja eingeben, das will ich gar nicht. Ich will eigentlich eine Fensteraufnahme wahrscheinlich machen. So, nehmen wir Firefox und zwar bitte mal nicht den Chat. Machen wir nicht irre. Huch! Jetzt bin mir die Vorschau weg gewesen. Ich kann das anscheinend gar nicht ändern. Gib mir Firefox. Mach's mich irre. Warte, dann nehme ich Chrome. Kann ich wahrscheinlich denselben Browser nutzen. Auf der Ninja Kiwi Forenseite gibt's das natürlich auch zum Angucken. Poste ich natürlich dann entsprechend in dem Video. Das wird also als Update-Video auch noch hochkommen. Poste ich natürlich den Link in die Videobeschreibung. So, guck mal, ob es jetzt funktioniert. Voll unprofessionell. Schwarz. Hi. Ich kann OBS nicht aufnehmen. Chrome nicht aufnehmen. Okay. Dann muss ich es anders machen. Ja. Professionell over 9000. Den PC ist echt geil, nicht OP, aber gut. Ja, schauen wir mal. Gut. Dann würde ich sagen, müssen wir einfach reinklicken und uns so durchgucken, ne? Ich werde, wie gesagt, oh, die haben das Problem behoben mit den XP, das ist ja witzig. Ich hatte letztens nämlich in dem einen Kampf zwei Level-Ups gehabt und habe dann Minus-Erfahrung gehabt. Das haben die scheinbar jetzt behoben. Bin jetzt Level 127, jetzt brauche ich entsprechend die nächste Erfahrung. Na, jetzt brauche ich also noch 900.000 Erfahrung. Ja, gib her. So. Jetzt können wir uns die Patch-Notes angucken. Alles klar. Ja, ich kann euch gerne den Link natürlich in den Live-Chat reinposten. Ja, da ist er. Und das Neueste in dem Spiel ist der Pionier, Leute. Der Affenpionier. Er ist da, Freunde. Er ist da. Gut. Besitzt ein verlässliches Bolzenschussgerät zum Platzen von Bloons, kann für das Errichten von nahegeschießenen Wachtürmen verbessert werden. Ich könnte irgendwie den Titel vielleicht noch clickbaitiger machen. Im Livestream. Affen, Pionier, Patch Notes anschauen. So. Anschauen. Anschauen. Okay, der Pionier! Hätte er den Hexer erwartet? Pff, ich bin zufrieden. So, jetzt habe ich selber den Link nicht mehr. Pff. Gib her.
Oh Herrgott, nochmal. YouTube, mach mich nicht irre. Gut, der Pionier. Besitzer verlässlich, fährt sich zeitig begrenzte Überwachungskanonen und startet sie in seiner Nähe. Schnellere Technik, wahrscheinlich die Produktion noch mehr Wachtürme zu fertigen. Zahnkränze, erhöhte Angriffsgeschwindigkeit von Überwachungskanonen und Pionieren. Überwachungskanonen sind halt die Wachkanonen. Wachenexperte. Wachtürme werden mit verschiedenen Schadensarten eingesetzt, basierend auf seinen Bedürfnissen. Oh, geil. Und das Wachenvorbild erzeugt super starke Wachtürme, die jedoch ziemlich instabil sind. Es wird also wesentlich kürzer halten, so ein Wachenvorbild. Von dem Preis her, okay, oben ist ziemlich günstig. Mhm. Größerer Servicebereich. Schießt weiter und setzt Wachtürme in einem größeren Gebiet. Abbau. Schüsse mit dem Bolzenschussgerät verursachen extra Schaden bei Bloons. Demo. Klasse. Und Wehrbloons. Geil. Reinigungsschaum sprüht einen Schaum. Wie teuer? Oh, das ist aber günstig. Ah ja, interessant. Auch günstig. Sprüht einen Schaum der Tarnung darunter neu von Bloons entfernt. Du Bleibloons zum Platzen bringt. Wow, das ist echt günstig. Übertakten, der Zieler verfügt 60 Sekunden über Superkraft. Könnte man wahrscheinlich hier etwas mehr nutzen als in BTD5. Und der Ultra Boost für 120.000. Wow, das ist super viel Geld. Übertaktete Affen erhalten einen kleinen permanenten Boost bei jedem Nachlassen des Übertaktens. Einen permanenten Boost. Heftig. Übergroße Nägel, riesige Nägel lassen 8 Bloons auf einmal platzen, einschließlich Eisbloons. Nadel hält Bloons nach Treffern für kurze Zeit an ihrem Platz. Doppelwaffe, 2 Waffen für doppelten Spaß. Ah ja, guck mal, können wir uns noch den stylische Verbesserung angucken. Ist unbekannt. Doppelwaffen für doppelten Spaß. Bloonfalle, die Bloonfalle fängt Bloons an, bis sie voll ist. Tippe zum Lernen einer vollen Falle für Geld. Yay. Und die XXXL-Falle. Große Bloons können sogar die größten Bloons einfangen. Oh, auch ein Bier, ein Bad vielleicht. Wer weiß das schon. Irgendwie ist mein Chat, glaube ich, nicht erneuert. Habe ich das Gefühl. Oder schreibt seit 2 Minuten keiner. Tatsächlich schreibt keiner. Gut, cool auf jeden Fall. Ich würde, denke ich mal, bevorzugen diese hier. Die 205er Reihe. So, es gibt natürlich auch einen neuen Helden-Skin. Für Azili. Und zwar Smudge-Cat-Skin. Smudge-Cats Hypnotischer-Blick signalisiert dir, all diese Bloons zu zerstören. Sie hungert eine Rache und natürlich auch nach mehr Katzen-Essen. Ui. Ne, schreibt keiner, habe ich gemerkt. Ihr sollt natürlich mehr schreiben. Ich freue mich immer über Chat-Aktivität, weil ich sonst denke, dass ich irgendwie offline bin. Okay, kaufen wir uns natürlich. Der sieht natürlich schick aus. Aber hat irgendwie nichts mehr mit einem Voodoo-Skin zu tun. Wir gucken uns den mal an. Gut, Affenwissen. Es gibt 3 neue Affenwissen durch für die Unterstützung für den Pionier. Hier sind sie, hier in dem Zweig. Wachtürme halten länger als üblich. Reinigungsschaum trifft 3 weitere Balloons, bevor er abläuft. Und Balloonfallen können bis zu 280 Red Balloons Estimated enthalten. Das heißt, also 280 rote Balloons können in die Balloonfallen hinein. Na, schade, dass ich keine Punkte mehr habe. Doch, ich habe noch Punkte. Da müsste ich irgendwo Minuspunkte haben. Was? Wow. Voll buggy. Egal, nehme ich mit. Dr. Affe. Es gibt neue Achievements scheinbar. Endlich ist das Update draußen. Heute bester Tag. Meine beiden Lieblingsspieler haben heute ein neues Update bekommen. Yeah! Was ist Dr. Affe gewesen? Gib 168 Wissenspunkte aus. Okay. Aber scheinbar gibt es keine neuen Achievements, oder? Schließt ein Spiel mit exakt der Hälfte deines Lebens und deines Geldes. Oh doch, es gibt neue, das ist ehrlich. 2-Türm-Tower-Challenge, ne? Das haben die eingeführt, weil auf Reddit haben sie sich halt immer übertroffen, dass man nur mit 2 Türmen einen Chimps gewinnt. Das haben die jetzt tatsächlich ein neues Achievement eingeführt. Ach, das kann man sogar hier sehen. Oh, 1000 Dollar. Schließt ein Spiel mit exakt der Hälfte deines Lebens und deines Geldes zu Beginn ab. Was ist, wie soll denn das bitte möglich sein? Erhalte Zugang zu 500 Rennen, schließ ein Rennen unter 10 Minuten ab, schließ ein Rennen unter 5 Minuten ab, schließ ein beliebiges Rennen unter 3 Minuten ab. Erstelle oder spiele 200 Herausforderungen, da muss ich doch Herausforderungen spielen. Gewinne 100 Spiele mit der Skin eines beliebigen Helden, lasse 2000 Bloons auf der Halbinsel platzen und Bloon-Meisterbevölker verursachte 1 Milliarde Schaden mit dem Bloon-Meister-Alchemisten. Gut, das ist nicht so schwer. Nice, okay. Ich gucke ganz kurz in die Patch Notes, ich glaube aber, wir werden das währenddessen machen. Ja, Doppel-GP-Mobs klingt eine super, super Idee dafür. Um hier mal ganz fix unseren Pionier zu testen. Kann ich gleich schon was bauen? Ne, noch nicht. Egal.
Bam, wir haben den Pionier, Leute. He is here. Oh. So, einer hat schon was geschrieben zum Pionier. Sentry Production ist von der Tech Speed Bust betroffen, falls du dich wundern solltest. Sentry Production. Also Wachkanone, ja. Das heißt, je mehr Attack Speed er hat, desto mehr Wachkanonen werden produziert. Verstehe ich das richtig? Warum habe ich das jetzt doppelt? Keine Ahnung. Ist ja nicht verkehrt. Machst du da auch bald einen Tonverstärker über den? Ja, aber ich muss natürlich erstmal Maximum-Dings bekommen, ne? Maximal EP. Sonst kann ich mit dem nicht viel machen. Cat Ezzeli! Dann einfach allein in einem Raum sitzen und mit sich selbst reden. Ich habe extra 4 Affenwissenspunkte gespart, anstatt 4 Dinge aus. Aber woher wusstest du denn, dass es 3 neue Punkte gibt? 3 neue Affenwissen. Neue Karten sind auch. Stimmt, es gibt eine neue Map. Völlig richtig. Gucken wir uns natürlich an. Kann ich ja weitermachen gleich. Es gibt hier tatsächlich 2 neue Maps. Einmal Abfluss. Oh, unsere alte Map von BTD5. Die Experten-Map in BTD5 ist Abfluss. $225 vielleicht. Hi Ulrich. Hi Lukas. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben in der Mitte leider nichts zum... Oh doch, hier geht was rauf. Na, es geht einmal rein, einmal raus. Wahrscheinlich geht's... weiß ich gar nicht. Schauen wir mal. Ja. Okay, sie gehen ein... 2 Kreise? Okay, sie gehen einmal rum und dann in dem rechts von dem gehen sie wieder raus. Also in dem davor, wenn man uhrzeigersinnmäßig, dem danach sogar. Mhm. Wir haben auf jeden Fall in der Mitte hier die Möglichkeit, etwas zu setzen. Wäre also möglich. Interessant. Und dann haben wir noch eine Experte-Map, die Werkstatt. Gibt's hier viel Geld. Activate Reverse Motor. Activate Power Core. Aha. Aha. Das heißt, sie sind langsamer, oder wie? Ah, guck mal, die müssen dann außen rum, oder wie? Nein, die müssen dann... Ah, verstehe. Das ist ja witzig. Okay. Die müssen dann, wenn ich das hier aktiviere, müssen sie außen rum. Ja, und hier, das habe ich noch nicht richtig verstanden. Irgendwie reverse, also rückwärts. Ach, dann läuft das langsamer ab. Faszinierend. Cool. Cool, cool. Mehr Maps, weil 2 Maps reichen ja auch völlig aus. Okay. Nicht mal schwitzen. So, was haben wir denn sonst noch so? Informative Coop Emotes. Be social or share tactics. Das heißt, es gibt jetzt also im Coop auch Emotes. Wachkanone erstmal freischalten. So, dann bevor ich hier überhaupt was machen kann, muss ich die erstmal freischalten. Zack. Und das sind die kleinen Sentry Guns. Oh yeah. Alter, geil. Das ist ja cool. Der E-Pionier ist da. So, ne, es gibt jetzt also Emotes für Koop. Das heißt, wenn man irgendwie, es gibt verschiedene Emotes, zum Beispiel, man sagt dem anderen, ich spare für einen, oder ich will für einen Helden sparen, oder ich farme jetzt Geld für was anderes. Oder was gibt es ja sonst noch so, was stand hier? Slow? Warning that something wicked this way comes, usually with a shift from... Okay, also das heißt, man macht halt langsame Taktik, schnellere Technik, her damit. Piggy Bank Icon, das heißt, ja, man spart Geld. Cash Generators Icon, man versucht hat oder man hat vor, Geld zu farmen oder irgendwas anderes. Schlägt anderen vor, das zu tun. Also es gibt verschiedene Icons jetzt, die man halt zum Interagieren nutzen kann. Leider immer noch keinen Chat. Ja? Der nimmt mir meine Erfahrung weg. So, Nadel. Bam. Seit wann gibt es den Pionier wieder? Seit heute. Seit dieser Nacht, Maxi, gibt es den Pionier. Finde den Workshop wirklich sehr gut designt, wenngleich die Arbeitstische sehr nervig sind, da sie die Sicht blockieren. Das ist natürlich der Sinn der Sache, ne? That's the Sinn, ne? Tatsächlich, die werden hier festgehalten. Hin und wieder. Doppelwaffe, ich brauche ein bisschen Erfahrung noch.
Erfahrung kriegt ihr natürlich immer wieder durch, einfach durch das Setzen von den Affen. Doppelte Affen bedeuten, die bekommen früher die Erfahrung. Jetzt habe ich 1040 Erfahrung. Na, wenn ich jetzt andere Affen hätte, würden die halt mir noch die Erfahrung mitklauen. Das habe hier allerdings nur einen Affen. Deswegen kriegt der Pionier die volle Erfahrung. Mach mal Line Judges. Das habe ich gemacht. Clash Fam. Kannst du dir auf meinem Kanal angucken. 150 Parts oder so. Viel Spaß dabei. Hi Lukas, hi Rotkäppchen. Kannst du noch mal Forager durchspielen? Gibt jetzt Farm Live. Na, ich spiel's durch, wenn es was Richtiges wieder gibt. Ein richtiges Update. Also ich warte dann noch auf ein Koop-Update oder sowas. Ne? Soll ja auch mit dem Mix kommen. Kannst du mir mal Updates anzeigen? Update-Verlauf. Wann gab es das letzte Forager-Update? Am 26. August. Forager Combat Update. Open Beta. Ja, es dauert noch eine Weile, bis ich mal wieder Forager durchspiele. Forager. Hi Ben. Pionier ist ziemlich cool. Ja. Hi Felix. Bin mal gespannt. Doppelwaffe. Jetzt haben wir zwei Waffen. Und die Blumenfalle für 11.000 Erfahrung. Sollten wir natürlich auch relativ schnell kriegen. Und ihr seht hier, die normalen Blumen, die werden alle locker flockig zerruppt. Ich weiß gar nicht, ob wir was gegen... Ach, der Reinigungsschaum ist erst in der Mitte. Das ist natürlich schade. Muss man sich also leider wieder entscheiden. Reinigungsschaum oder was anderes. Wir können ja hier mal in der Mitte. Zack. 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 Den Reinigungsschaum skillen. Damit wir hier was gegen die Tarns haben. Wobei, scheinbar haben wir irgendwas gegen Tarns. Weil sonst hätten wir die ja gar nicht kaputt machen können. Hi, Claudi. Komm, komm, wieder 2019 oder 2020. Ja, weiß ich schon. Kenne ich schon. Danke. Hm, soll er auch noch Wachkanonen? Warum nicht? Wie ist das anhört? Neue Folgen, meinte ich. Die 150 Folgen habe ich schon durchgeguckt. Ja, dann musst du dich leider mit 150 zufrieden geben, weil mehr kommt davon nicht. Tut mir leid. Wenn Koop kommt, dann mache ich es mit Darky dann bei Forager. Würde es dann auch durchspielen. Na, mal gucken. Schauen wir mal. Erstmal das Koop-Update abwarten. Ich kann das Update nicht spielen, dann hast du vielleicht die mobile Version. Auf Steam gibt es das seit dieser Nacht. 1 Uhr 2 oder so. Schauen wir mal, was sonst noch so an Patch Notes gab. Es gibt auf jeden Fall neue Koop Challenges. Also zweimal die Woche würden die Daily Challenges durch eine Koop Challenge ersetzt. Ich will diese Falle haben. Wie viel kostet die eigentlich? 3780. Wie sich das anhört. Bugfixes and General Changes. Die haben wir für den Koop-Modus ein bisschen repariert. Ja. Der war ja nicht so geil. Warum habe ich das gelesen? Ich weiß es gar nicht. Ach doch, da. Resolved some Koop Resync Issues. Das heißt, sich neu synchronisieren, wurden Probleme behoben. Die Blumenfalle und dann die 40.000. Ich will haben. Hübsch. Kommt rein, meine hübschen Blumens. Kommt rein in die Falle. Hi, Kylo. Vergiss nicht, dass du zweifach Moabs hast. Das reicht so, wie es jetzt ist, auf keinen Fall. Ja, wird schon. Wird schon. Recht hast du natürlich, ne? Grundsätzlich. Aber, warum? Warum kann das Affen-U-Boot über die gesamte Map angreifen? Was? Muss ich das verstehen? Muss ich nicht verstehen, oder? Ne, bei Doppelkanon schießt der Kanal, der schießt einfach zweimal, zweimal Nägel. Warum ich nur so eine Frage, ob du den Witz erzählen könntest? Ja, weil ich gerade bitte die 6 spiele und die Bitch vorstelle. Entspann dich mal ein bisschen, Junge. Die Falle kann einen Somk essen. Oh, da freue ich mich natürlich auch. Zweite Blumenfalle. Köstlich, wie die Keramiks eingesaugt werden. So, was haben wir noch? Round 100 Achievements will work in Koop now. Das heißt, dieses Luftablassen, Runde 100 Achievement hatte wohl irgendwelche Probleme gehabt, scheinbar. Würde ich jetzt mal so denken.
So. Moab Min, now come to us, okay. Mhm. Oh, die Falle ist voll, wa? Und eine neue Falle eingesetzt. 1000 Gold. 1000. Ja, ich denke mal, kann ich die wenigstens verkaufen? Ja, ne? Oh, wunderbar, die kann man verkaufen. Weg damit. Ah, die sind zu schnell damit. Ah. Echt? Oh, guck mal, was ist das denn? Ah, guck mal, jetzt steht immer drauf, wo mir das gebufft wird. Seht ihr das über dem Kopf von dem Pionier? Hier? Jetzt steht tatsächlich damit, was er gebufft wurde. Das ist ja geil. Wow, das ist ja echt cool. Alter, ist das OP. Ach nee, war der Energieturm. Sorry. Wie meinst du das? Bei Doppelkanonen? Okay. Hm. Alter. Ich will mal ein bisschen langsam machen, um zu sehen, wie viel er denn tatsächlich einsaugt. Aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen zu schnell. Wie viel er mehr in Geld gibt, meine ich. Er ist mal wieder ein bisschen stark, ne, der Pionier. 400 ist einfach aber gut für das, was er kostet. Waffenexpert. Das stimmt, das wollte ich auch noch probieren. Alles zu eng hier. Zahnkränze machen wir mal. Und noch die Wachexperten natürlich. Wachturm werden mit verschiedenen Schadensarten eingesetzt, basiert auf deinen Bedürfnissen. Also es sieht nach Frost, nach Blitz. Ein Blitz kann ja auch nicht sein, oder? Oh ja, mal. Weiß nicht, was das hier ist. Ein Schlagwachposten. Kein Plan, was das bedeutet. Alter, ist der Pionier geil. Okay, was bedeutet Schlagwachposten? Also ich kann mir vorstellen, hier gibt es einen Gefrierturm, der die einfriert wahrscheinlich. Aber so wirklich meine Bedürfnisse befriedigt er jetzt nicht unbedingt, oder? Servus, Anatola. Seit wann machst du YouTube? Ich kenne dich wegen den Swatico-Gameplays. Den hab ich seit 3 Wochen geguckt. Seit 8 Jahren. Ich habe vor kurzem mein 8-jähriges gefeiert. Also, erhalten. Ich hab's nicht gefeiert. Hab's verpasst. Größer Servicebereich? Oh, da übergroße Nägel sind wahrscheinlich besser. Ah, da war wieder Geld gewesen. 468 Gold, nur immerhin, wa? Bin mir eine ganze Menge. Man braucht also keine Plantagen mehr. Du kannst Türme auch auf Wachtürme platzieren. Tatsächlich. Wow. Wie clever Ninja Kiwi doch ist. Wow. Dann spammen wir hier einfach mal alles durch, wa? Wow, ist das cool. So viele Blumen fallen. So OP. Obenrum macht er 4 unterschiedliche Wachtürme. Ja, aber ich sehe hier, sehe ich einen zweiten. Kaltwachposten. Energiewachposten. Aber ich habe nicht so eine richtige Ahnung, was das bedeutet. Aber erstmal brauche ich genug Erfahrung, um hier erstmal alles machen zu können. Ist das so geil. Und die Fallen kann man auch mit dem Farmer einsammeln. Kriege ich tatsächlich weniger Geld, wenn ich, oh. Guck dir das an, diese kleinen Dinger. Lol. Habt ihr gesehen? Kleine Keramikbleche. Ja, also das Spiel ist jetzt genauso wieder leicht wie BTD5 durch den Pionier. Ja. Weil der einfach OP as fuck ist. Ah, herrlich. Nicht, dass sie die Balance damit wieder zerstört haben des Spiels. Gelb macht einen Laser. Diese gelben, aber das ist LCD, ne? Die gelben Dinger hier. Ich hätte LCD mal nicht benutzen sollen. Aber ich wollte auch den Skin sehen. Ja, kleiner Katzenskin. Voll süß. Du, 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 du.
Supermin 5XX kann jetzt ein Fortified Bat vernichten. Na gut, die kosten aber auch abartig viel, ne? Das würde ich schon ganz gerne erwarten. Die sind schon, wobei ich natürlich nicht immer nur auf die Blumenfang gehen sollte, ne? Aber ich merke schon. Ah, no. 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 Mach ich mal weg. Die sehen schon echt geil aus, muss ich sagen. Aber ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, was die machen. Na, die sind einfach nicht stark genug gegen, wobei die auch schon viel wahnsinnig viel Damage machen. Die Wehrmorbs sind halt ein bisschen damagig. Der Laren reicht vermutlich nicht. Gib doch mal her hier. Achso, der fehlt natürlich auch noch. Ich kann meinen Alchemisten nicht zu fassen. Komm schon, gib mir doch mal das Gold. Das war so unnötig. Ich komme mir nicht Alchemisten nicht verkaufen, weil da Wachtürme drauf standen. So, jetzt haben wir hier. Ja, wir werden hier auf jeden Fall einen Atom-Boom-Wacht posten. Der macht wahrscheinlich Explosivschaden, um Links kaputt zu machen. Metallblooms. Wir werden den in den Vorstellungsvideos genauer analysieren müssen. Jing, jing. Blumenfalle für den, wenn du mehrere baust, ist es nur noch zum Blumen auffangen. Ja, sollen sie auch. 190, 210, tatsächlich, ne? Und den tatsächlich an Geld. Da bringen mich immer so viel Geld. Aber warum? Am Ende sind immer 190, ne? Vielleicht liegt es auch an dem ansteigenden Level. Wer weiß. Rotes Juggernaut, Ball, gelb ist schneller Laser, schwarzes Bombe und hellblaues Eis. Wie bist du auf die Blumenspiele gekommen? Also wieso hast du mit denen angefangen? Keine Ahnung, ich glaube, das war ein Angespiel gewesen. Ursprünglich mal. Und eine 76 schaffe ich so auch nicht. Ach, unterschätzt mich. Der Pion ist aber nur Early Game Tower. Ah, ich habe schon gemerkt, dass wir gegen die... Weil das sind nicht diese roten Blumens, roten Türmchen aus Dings sind, aus BDD5, ne? Wenn man die roten Türmchen hätte, wäre das natürlich schon was anderes. Ich kann auch die mittleren, klar, wir müssen sowieso alle mal probieren. So, Reinigungsschaum hier abbauen, ne? Übertakten. Na, wir kommen von... Oh, die XXL-Falle. Können sogar die größten Bloons einfangen. Hatte er ja auch schon, ne? Ach, nö. Mal schauen. Gucken wir hier so in der 76 so mit nicht schaffen. Bin mal gespannt. Hi Luke Skywalker. Hab das Update jetzt. Ja, GZ. BTD6 lohnt sich. Anhand wessen machst du das denn abhängig, MMchen? Ne? BTD6 lohnt sich immer. 64.000 brauche ich leider für die Falle. Kann ich mir leider nicht leisten. Das müssen wir leider in den Turmvorstellungsvideos testen. Hier brauche ich erstmal die Erfahrung. Jede Runde kriegen wir wahnsinnig viel Erfahrung. 12.599, nächste Runde haben wir keine Ahnung, wahrscheinlich so 16.000. Aber Top Tier, Tier 5 ist mein Favorite. Wachenvorbild meinst du? Das ist ziemlich günstig auf jeden Fall, 34.000. Das ist jetzt nicht so teuer. Die XSL-Förder sieht leicht nach DJ Quincy. Wie er drauf sitzt, ne? Ja, klar sind die halt zum Einsammeln der Bloons da. Das ist das Wichtige daran, dass wir verteidigen. Wir kriegen ja trotzdem, wir dürfen immer noch dasselbe Geld kriegen. Wir dürften, geldmäßig dürfen wir doch nichts verlieren, oder? Die bringen ja im Endeffekt sowieso extrem wenig Geld, die Dinger.
Na. Easy. Ah, das Festern ist natürlich auch übel. Oh, das Totem ist ein bisschen weit fail da hinten. Wer sagt bitte, dass ich Runde 76 damit nicht schaffe? Hä? 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 Hi, Dark Meguba. Ich bitte euch, Leute, ich bitte euch. Übertakten! Wobei wir, glaube ich, das Wachenvorbild erstmal sparen. Wobei es egal ist, weil ich damit sowieso nicht, das hier sowieso nicht bezahlen kann. Boah, die kleinen Dinger sind aber auch super nervig. Uff. Machen wir den da mal höher, wa? Oh, man hat sogar gar keine Range-Begrenzung. Also man kann über der gesamten Map den Turm buffen. Das ist ja nice. Das ist ja echt hübsch. Und ich glaube sogar diese Range, die Range dieser Türme reicht auch aus für Top-Spionage, ne? Was, wenn ich Top-Spionage habe, dann kann ich also auch hier angreifen, wenn die Wachposten da sind. Dann müssen wir auf jeden Fall mal testen. Nee, mit Pionier, weiß ich nicht, mal schauen. Ich habe hier keinen Radarscanner. Das muss ich für die hier hinten scheinbar. Trotzdem noch wahnsinnig viel Geld, die fallen. Dafür, dass ein Skill. Das guckt euch den Damage an, Alter. 55.000. Na klar, und der muss ja einen Schaden machen. Bei mir ist kein Update. Warum? Weil du wahrscheinlich die mobile Version spielst und die mobile Version scheinbar ein bisschen weiter hinten ist. Weil Google und Apple eine höhere Anforderung an die Updates haben, weil die alles überprüfen müssen und so weiter. Und easy. Na, Azili hier mit dem Skill. Ding, 300 Schaden, 300 Schaden, 300 Schaden, 300 Schaden. Cool. Hi, Menowin. Schauen wir den mittleren Zweig genauer an. Servicebereich. Abbau. Bloons der Moab-Klasse und Wehrbloons kann man kaputt machen. Das ist hier gerade günstiger geworden. Auf einmal kostet die irgendwie 215, waren es nicht erst 220? Was soll ich mir denn genauer angucken, halbe Welt? Ultra Boost. Hm, was soll ich mir genauer angucken? Ja, nice, 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 nice.